Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Special von mir. Ja, ich habe mir überlegt, ich gebe es ja zu, steht auch in der heutigen Edna-Folge, ich habe mir überlegt, ja, du hast schon Geburtstag, mach doch einfach das Special, habe ich überlegt, was machst du, es gibt so viele Internetspiele und bland, habe ich einfach überlegt, ich spiele einfach mal ein paar random Standard-Windows-Spiele, ich weiß noch nicht, welche ich mir aussuchen werde, ich werde da einfach mal wild draufklicken und dann gucke ich mal, ob sich das eignet oder nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich in-game im ersten Spiel wieder. Ja dann, bis gleich. Tschüss. Hallo Hinterlöcher, meine Lieben, willkommen zum ersten spannenden Spiel. Das da heißt Solitär. Ja, ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch das Spiel nicht kennen sollte. Da ist das random und bekannteste Spiel ist, das es gibt. Das gibt es jetzt auch schon für Smartphone und alles. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem epischen, spannenden Game, das unglaublich abwechslungsreich ist, an. Was kann man denn hier gerade machen? Ich habe jetzt gerade schon 5 auf die 6 gelegt für die Blitzmarker, aber ja, ich glaube, ansonsten geht es noch nichts. Wie könnten wir denn jetzt weitermachen? Ziehen wir mal die Kuh dahin, einfach mal ein bisschen random. Ich muss ja erst, ich sag, ein bisschen schwer zu solitär zu quatschen, aber ich habe mir gedacht, mach's doch einfach mal. Ich habe eine Idee, wenn wir hier oben eine rote 4 haben. Gib schon bitte. Ah, super. Also irgendeine... Ja, das ist perfekt. Dann können wir nämlich hier die 3 draufpacken und dann erscheint hier ein neues Ass. Das ist ja ganz geil. Dann können wir hier den König hinlegen. Ach, ist doch schön, wenn es gleich beim ersten Mal funktioniert. Halt so weit, wie es dann funktioniert. Ja. Solitär sollte man eigentlich kennen, wenn man zumindest etwas gebildet ist. Lass mich kurz überlegen, bitte, was ich jetzt machen kann als nächstes. Warte mal, wie komme ich jetzt mit einem günstigsten Schritt? Mit einer schwarzen. Ich werde hier heute richtig bestellt, was daran liegt, dass ich Geburtstag habe. Man weiß es nicht, liebe Freunde. Und zwar, was wollte ich? Eine schwarze 10? Oder? War es das? Nee. Nee, es war eine schwarze 9 und eine rote 8, genau. Ich bin leicht unaufmerksam, man merkt es vielleicht. Darf ich wieder zurückgehen? Oh. Nein, eine schwarze 9. Keine schwarze 10. Rote 10? Aber brauchen wir nicht. Nein. Das wollte ich mal drauflegen. Und da ist schon unsere schwarze 9. Und dann gehen wir weiter. Und da war die rote 8. Dann legen wir die 7 da drauf. Dann bekommen wir die. Ah, das läuft hier doch super. Ja, bis zu diesem Punkt. Geht sonst noch was auf die Schnelle, auf die tolle? Ja, wenn ich hier jetzt oben noch einen roten Buben hätte, was ich auch habe, können wir hier noch die 10 drauflegen. Yay, oh, da kommt ja nochmal ein roter Bube. Ist nicht so, dass ich gerade eben einen roten Buben gebraucht hätte. Nö. Den brauche ich erst jetzt nochmal. Klar. Die packen wir. Was machen wir mit dir? Genau, macht das Geräusch mit dir. Falls ich jetzt gerade ein bisschen blimpel und uns eigentlich eine Möglichkeit gibt und ich sie nicht erkenne, dann lass mich einfach in Ruhe. Aber ich habe eine gefunden. Wir brauchen nämlich eine schwarze 8 und eine rote 7. Schwarze 8, rote 7. Da ist die rote 7. Wusch, eine schwarze 8 gibt es nicht. Das finde ich jetzt aber fies. Mich kurz überlegen, bitte. Nehmen wir den König in die rote 9. Ich könnte vielleicht auch einfach mal das machen. So, nebenbei. Dann haben wir hier. Haben wir hier den. Warum? Ich habe gerade gedacht, ich mich verarschen. Jetzt können wir hier natürlich einen König hinlegen. Aber ich wäre diese Möglichkeit eigentlich lieber immer erst später, weil wenn jetzt hier zum Beispiel ein König rausflappen würde, dass wir den dann auch gleich wieder weglegen können. Ich hoffe, ihr könnt mir da... Nein, ich bin gerade ein bisschen neben zur Spur. Nur sollen wir es einfach mal kommen. Weil heute mein Geburtstag ist, bin ich heute mal ein bisschen risikofreudiger. Können wir eigentlich da oben irgendwas hinlegen? Früher konnte man das automatisieren, ich weiß nicht, ob man das da auch kann. Ich bin aber jetzt gerade auch in der Aufnahme zuvor nachzugucken. Rote 8. Eine rote 8. Da passt doch die schwarze 7 drauf. Eine rote 7. Oh. Oha, wie wir hier beschenkt werden.
ist doch schön, wenn es so gut läuft. Da freut man sich. Auch wenn es so solitär ist. Solitär ist ja auch sehr bildend, muss man ja auch mal sagen. Sehr bildend. M habe ich schon sehr oft in dieser Runde gesagt. M ist jetzt so ein neuer Insider. Nein, er ist so ein Vertrag. Ja, genau, ich leg die jetzt einfach auf das Nichts. Warte mal, dann machen wir mal kurz. Bitte schmieren roten König. Rot. Ach, schön. Diese Natur da drin. Dann noch den hier so. Ohne schwarze 8. Da bedankt man sich höflichst. Jetzt fange ich mal hier oben ein bisschen an. Was geht noch auf die Schnelle? Noch nichts, doch das. Und das. Und das noch nicht. Das Asse ist noch da drin. Das müssen wir nachher noch holen. Aber das holen wir noch. Glaubt mir. Ich verspreche es euch. So wahr ich Patrick heiße. Nein. 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 Hä? Lass mich raten, es liegt... Nö, es liegt nirgends die rote 10 frei. Hey? Müssen wir selber aufbauen. Tja, muss halt auch mal ein bisschen selbst arbeiten. Dann steht das Ass. Und eigentlich geht es automatisch, aber ich ziehe dich jetzt einfach mal, weil wir heute lustig sind, alles manuell hoch. Das manuell. Jetzt kommen. Na, jetzt kommen, das machen wir das heute mal. Ausnahmsweise. Auch wenn das mehr Arbeit ist. Das macht nichts. Dann hier und da. Und halt nein und dann da. Und dann da. Und da. Und das Geräusch macht einen irre. Da. Da. Verdammt. Da. 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 Doch total beruhigendes Geräusch. Das kann man auch zum Einschlafen benutzen, wenn man nicht schlafen will. Einfach den Solitär Instant Sound nehmen, der heißt da. 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 Das finde ich wunderschön. Halt es darauf. Dann da. Mein Gott, wir haben gleich gewonnen. Dann ist die erste Runde des Specials aber leider auch schon wieder vorbei. Und dann folgt die nächste. Wie ich gesagt noch nicht weiß und was ich noch nicht weiß, was es sein wird. Und wir sind fertig. Yay! Winning! 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 Jo. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Spiel gewonnen. Spielstand 371, Zeit 393 Sekunden, Zeitbonus 1057, Gesamtwertung 2121, Bewertung 2122, Datum 14.11.2012, gespielte Spiele 7, gewonnene Spiele 2, gewonnen 28%. Ja, dann würde ich sagen, sage ich an dieser Stelle einfach mal ciao. Bedanke mich von Solitär aus und sehen wir uns gleich im nächsten Instant Windows Game. Bis gleich. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, das haben wir da. Auf jeden Fall kann ich euch hier gleich zum nächsten Spiel begrüßen und zwar zu Minesweeper. Ja, das Spiel kennt bestimmt auch jeder. Ich mach mir nur kurz den... Halt! So. Ich mach mir nur kurz den Minesweeper-Sound ein bisschen leiser. Wo ist denn der? Da. So. Ah ja, erneut. Gott, war das gerade profimäßig. Ah! Ich gebe gleich zu, ich werde dieses Spiel nicht beenden können. Weil ich dafür... Ja, ja, ist okay. Es ist in Ordnung. Bumm. War da eine? Da war sogar eine. Ha! Ich hab random geraten. Spiel neu starten. Nein, Arnold ist dann ganz nice. Da. 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 Da könnten hier Bomben sein. Da. Ah, hier ist eine Bombe. Hier ist eine Bombe. Und hier ist wahrscheinlich eine Bombe. Dann ist hier bestimmt auch noch eine Bombe. Und da... Da. Verdammt. Ah, guck, da waren sogar fast die. Ah, guck, sie, ich hab gewusst, da waren überall Bomben. Ja. Es war doch jetzt schon mal eine bessere Runde als vorher. Da wird eine Bombe sein. Da ist wahrscheinlich auch. Und da und da. Oh Gott. Ah. Ja, man sieht, ich bin nicht wirklich sehr gut im. Wow, das war jetzt mal wieder die beste Runde. Hier könnten Bomben sein. Mal so. Aber es waren überall Bomben, seht ihr? Ich hatte mal wieder recht. Also wenn es um Bomben geht, da bin ich gut. Vor allem aufdecken, da bin ich der Beste. Jetzt hört doch auf. Danke. Hey, das läuft sogar. Warte mal.
Ja. Ich habe gerade gedacht, der Windows-Song wird auch von Another City aufgenommen. Das wäre ein bisschen ungünstig gewesen. Oh, ein sehr großes Feld. Ich habe eine Idee. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Optionen. Anfänger. So. Ah, das müsste ich ja nicht hinkriegen. Ja, so viel dazu. Also wenn ich die Anfängerstufe nicht schaffe, dann bin ich von mir selbst enttäuscht. Nein. Oh, das ist aber gut. Oha, oha, oha. Da. Da, 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 da. Wie viel Minen sind es denn eigentlich? 10, ne? Oha. Oha. Versuch halt immer dann so gesehen hier in der Ecke. Und hier eine Ecke. Eine Ecke. Eine Ecke. Da, da. Ah, verdammt. Ist gar nicht mal so einfach. Also natürlich, man. Ich habe eigentlich nie verstanden, verläuft meins wie bei einem bestimmten Prinzip. Also nach dem System. Ich weiß es nicht. Ja, es ist die letzte Runde, weil ansonsten haben wir auch zu lang, Minesweeper. Werden allgemein schon sehr lang solitär. Ich weiß nicht, ob normale Menschen so lange für eine Solitärrunde brauchen sollen, aber auf jeden Fall, das war's dann mal. Ich habe schon wieder verloren. Zeit 7 Sekunden gespielt, Spiele 9, 0 gewonnen. Spiele, Prozent Status 0 vom Gewonnen. Genauso ist das standardmäßig für mich. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle für Minesweeper einfach mal Tschüss und wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Random Instant Windows 7 Game. Ja, bis gleich. Ja, hallo und hallo, meine Freunde. Herzlich willkommen zum neuen Windows Random Instant Game. Das heißt Purple Place. Ich kenne es nicht, da mache ich jetzt einfach mal Anfänger. Ich weiß nicht. Oh Gott, der Sound. Es wird gerade gesungen. Ja, ich lese mir die Spielleitung gleich durch. Lass mich bitte nur die Aufnahme war gerade weg. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, es war nicht allzu lange. Ja, wartet. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ja, das hier ist Purple Place. Hieß es? Ja, Purple Place. Ich kenne dieses Spiel nicht. Ich habe es erstmal bei dem ausgesucht und daher machen wir jetzt weiter. Hier kann man es auch zweimal. Nee. Dann nächstes. Dann ist hier. Das allererste ist doch Pink, ne? Müsste Pink sein. Ein weißes Deckchen und ein Gold. Weiß es richtig? Ich glaube nämlich nicht. Ja, falsche Kuchen. Ah, wie kriege ich da bitte? Muss ich da zweimal drauf drücken? Nochmal! Was stand da gerade? Na, da stand wieder der Wachspapier. Ja. Was ist das hier? Ja, ich brauch da ja anscheinend zwei. Egal. Vielleicht so rum? Warte, da müssen wir ja so sitzt. Ja, aber. Muss ich das jetzt verstehen? Ja, schon klar. Wie kriege ich jetzt die zwei Schichten hin? Gib mir mal einen neuen. Geht es? Ich verstehe es gerade nicht. Sorry, wenn ich jetzt gerade zu dumm für so ein. Ah, natürlich der erste. Also natürlich. Das könnte ich auch sein. Nein, halt. Da nix, zurück. Nein, ich möchte es nicht beenden. Ich möchte das, was ich gerade gemacht habe, wieder rückgängig machen. Nochmal draufklicken. Nein, es ist falsch. Ach, verdammt. Dann wäre jetzt der falsch. Spiel verloren. Ja. Lass mal nochmal machen. Müssten jetzt drei sein, also das ist der erste.
mit hier dann gelb. Ich spiele jetzt einfach mal das Spiel, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen ja, eine Schiste erstellt. Ich soll mal was drauf drücken. Ne, man kann ja nur einmal drauf drücken. Aber es ist ja hier gelb, dann ist so ein pinkes Deckchen, dann ist pink. Und dann kommt dann nochmal gelb. Ach, man kann zweimal. Nein, man kann eben nicht zweimal. Guck. Muss ich dann nochmal zurück? Das ist mir zu hoch. Ich beende dieses Spiel an dieser Stelle. Ich verstehe das nicht. Ich bin zu dumm dafür. Auf jeden Fall sage ich dann an dieser Stelle mal ciao. Ich danke euch, dass ihr mir bei diesem epischen Minigame zugeschaut habt. Und dann sage ich einfach mal ciao. Wir sehen uns dann gleich wieder in dem nächsten Minigame, das dann hoffentlich besser laufen wird. Ja, bis gleich. Hallo und Hallöchen, meine Freunde. Also willkommen zum letzten, leider letzten Special, aus dem letzten Special, also zum letzten Minigame, sag ich es mal so. Und das hier ist, sollten bestimmt auch einige von euch kennen, hat auch Ähnlichkeit mit dem ersten Spiel. Es ist Spider Solitaire. So, man eigentlich könnte, es geht halt hier darum, dann so hier halt im Dancing Empire aufzubauen. Eigentlich sollte man jetzt hier nicht Farben mischen, aber hier geht es momentan nicht anders. Und zwar von oben nach unten, ja, ist okay. Und zwar von oben nach unten, halt dann von König bis zum Ass. Und ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut hinkriege, dass ich das Last Special auch erfolgreich beenden kann. Wünscht mir Glück, ich werde es brauchen. Aber so schlecht sieht es doch gerade gar nicht aus. Ausnahmsweise mal. Die können wir gerade nicht brauchen, außer da. Aber ich möchte das mit dem verschiedene Farben zusammenlegen auch möglichst gering halten. Ansonsten kann es sein, dass es... Ich habe mal die fortgeschrittenen Schwierigkeit genommen. Ich hoffe einfach mal, dass... Alter, lass mich in Ruhe. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich dem auch gewachsen bin. Und weil wir nicht dann... Alter, du nervst mich jetzt nicht. Ich hätte eventuell zuerst die 8 weglegen müssen, aber... Was geht jetzt überhaupt? Gerade geht doch gar nichts. Oh ne, ich will nicht schon. Oder muss ich echt schon neue Karten geben lassen? Okay, das habt ihr jetzt einfach nicht gesehen. So, ich habe gerade nicht Cheater bzw. mir Tipps geben lassen. Ich bin ein Pro, ich brauch sowas nicht. Eine rote 10, jetzt muss ich jetzt kommen. Ich hätte auch noch Tipps zu spielen oder beziehungsweise die Tipps allgemein überhaupt zu benutzen. Ja genau, eine 8 auf eine 8, Patrick, mal wieder sehr sinnvoll. Jetzt komm, ich will nicht die 8. Jetzt bringt sich der Mensch so weit. Ja, ist doch ganz toll, wie ich das hier gemacht habe. Ist perfekt. Oh, das ist auch richtig schön geworden. Ah, geht doch wenigstens, geht irgendwas. Wie immer brauche ich 4, auch wenn ich mal Spider Solitaire auf meinem Smartphone spiele, da brauche ich auch immer 4. Und denkst du, ich krieg die 4? Nö, die kriege ich natürlich nicht. Warum auch? Na, das Lied haben wir erst. Nein. Ach ja, der Whispered World Titelmelodie, schön. Was geht denn da jetzt? Es kommt so blind, kann man doch nicht sein. Ah ja, tatsächlich. Ich habe doch gewusst, dass ich nicht so blind bin. Okay, dann kann ich jetzt die 8 auch wegtun. Nö. Ist in Ordnung. Ich kenne eventuell die Kuh. Es gab gerade leider eine kleine Unterbrechung, aber ich bin schon wieder da und die... Ja, die Frames auch. Okay, eigentlich sollte es hier eigentlich schon volle Frameszahl haben, weil ich meine, hallo. Obwohl, ich glaube, bei dem Game brauchst du nicht mehr volle Frameszahl. Geht jetzt noch was? Ich sehe nämlich gerade nichts. Ah, toll. Ja, ich glaube, diese Runde wird auf jeden Fall sehr zuversichtlich werden. Also sehr erfolgreich. Sehr zuversichtlich, das hört sich extrem komisch an. Scheiße. Ah, leck mich doch. Ja. Nein, bitte. So, und jetzt muss ich mich komplett konzentrieren, also werde ich gar nichts kommentieren. Nein, natürlich werde ich kommentieren. Okay. Nein, das doch, das darauf, das darauf. Das darauf. Ah, geht doch. Das darauf, auch ein geiles Commentary Art. Eine geile Commentary Art, meine ich damit.
Und einfach mal ein bisschen die Musik mitzummen, die ist ja so schön. So episch, wie ich immer gerne sage. Ich glaube, das war's jetzt schon. Ich glaube, jetzt muss ich mindestens eine Farbe mischen. Nein, muss ich nicht. Ha! Seht ihr, man muss es einfach konzentriert spielen und nicht so, so hastig wie ich. Ist in Ordnung. Ich glaube, jetzt muss ich mischen. Ja, es wird nichts dran vorbei. Ja, aber bringt mir das, was ich gerade gemischt habe? Nein, natürlich nicht. Soll ich jetzt weiter mischen oder was? Was erwartest du von mir? Oh, hab mir wieder nichts gebracht, sodass ich weiter mischen darf. Genau, natürlich kommt es genau dann, wenn ich es wieder nicht brauche. Ne? Das ist typisch bei mir, das ist typisch. Ich habe immer in den übelsten Situationen habe ich mein Pech. Komm, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das schon war. Doch. Oder? Ja. Wow, genauso habe ich mir die nächste Runde vorgestellt. Genauso fällig wie die erste. Hey! Alter. Was? Ach so. Ich habe es gerade nicht mehr geblickt, weil ich zu dumm war. Jetzt habe ich hier das Ass, aber die wird wieder von der 8 verdeckt. Was ja scheiße. Ist okay. Ich weiß, dass es ein ungültiger Spielzug ist. Ich bin jetzt aber auch zu faul, die Tipps auszumachen, obwohl. Nein, nein, ich bewahre mir jetzt meine Faulheit. Verschiedene Qs. Das liegt ja schon richtig. Ich würde die 8 wegkriegen müssen. Geht aber nicht. Ist in Ordnung. Geht überhaupt noch was? Was war das jetzt? Ich habe gerade gedacht, der hätte einen Tipp schon automatisch. Hatte ich den Tipp? Hatte ich das nicht gerade eben erst gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß allgemein gar nichts. Nee, es ist einfach scheiße gerade. Jetzt sag mir nicht, ich muss mich schon wieder. Wow, das ist super ist das. Da geht was. Halt. Warten. Alter, du sollst die 7 da drauflegen. Du unfähiges Spiel. Da die 8 drauf. Na, warst du schon wieder? Also bevor ich mischen muss, meine ich damit wieder. Anscheinend. Nein, halt. Was konnte ich mischen? Ich konnte gerade noch irgendwas mischen. Ich habe gerade irgendwas noch gesehen. Hä? Bin ich jetzt blöd? Jetzt eine rote 4. Da ist sie. Müssen wir zuerst die Scheiße wegkriegen. Ach ja. Probleme mit Problemen im Let's Special, aber so gehört sich das doch. Oder nicht? Aber mit sich auch nicht viel gebracht, außer dass ich nochmal was mischen dürfte, weil rote 8 hatte ich schon zuhauf. Und jetzt darf ich mir wieder neue Karten geben lassen. Hm. Sieht doch gerade mal gar nicht so schlecht aus. Was? Muss ich? Na komm. Ich hätte da. Ha! Krieg ich die Krise! Die Krise! Die Krise! Da krieg ich Aggressionen, das sag ich dir. Ja, total random gemischt, ist doch wunderschön. Gibt's sonst noch was? Oder übersehe ich gerade was? Ne, ich übersehe gar nichts. Wenn das so weitergeht, kann ich das Spiel wirklich beenden, da wir irgendwann keine Züge mehr zur Verfügung haben. Und das wäre leicht kacke. Aber nur leicht. Ich weiß, ich könnte jetzt hier bald schon mischen. Ich möchte mehr. Ja, komm. Was soll's? Wenn Menschen denken, dass du stirbst, wenn sie dir. Ja, ja, ist okay, Kastebi. Hat er bitte kein Gesagen? Danke. Hä? Sehe ich wieder was?
Ja, wie immer übersehe ich das Wesentlichste. Und jetzt! Achso, liegt da schon auf einer roten 8. Eine rote 9? Nö. Da ist eine schwarze 8. Eine schwarze 8! Eine, die schwarz ist. Mä? 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 Ich bin eine CG, ihr hört es schon. Jetzt ein König, ein König. Dann könnte ich die Kuh wegtun oder die 8 und dann so und so weiter. Oh, das Ass brauche ich wegkommen. Was? Ich hab's gerade. Was? Echt? Oh ja. Oh. Neue Karte, neues Glück. Die Melba momentan. Also auf den ersten Blick jetzt mal gar nichts bringt. Ja, genau so rum ist das richtig, Patrick. Genau so rum. Und jetzt darf ich noch mehr mischen. Oh nö. Wow, ich glaube, demnächst geht wirklich gar nichts mehr. Ich bin überfordert. So viele möglich. Und jetzt ist die Kuh, die ich brauche, natürlich wieder verdeckt. Was auch sonst? Nein. Kann ich nur da drauflegen, das lasse ich mal, was er. Es bringt doch nichts, leider, es bringt doch nichts. Weißt du, da habe ich schon das Code dabei, deswegen habe ich das gerade gemacht. Wenn ihr mich versteht, ich denke mal, ihr könnt mich verstehen. Ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen. Doch, verarsch mich nicht. Ich bin intelligenter als du. Du bist nur ein Programm. Du bist von Menschen programmiert worden. So haben wir die Kuh wieder frei. Können wir hier, oder beziehungsweise die Königin. Ich sag da immer Kuh dazu. Kuh dazu reim. Ist doch eine 4. Nein, das ist die 4. Habe ich immer eine 3, 2, 1. 3, 2, 1, meins! Ich bin gerade wieder überfordert. Sollte man merken. Daher muss ich auch öfters die. Ich könnte mir selbst gerade in den Magen schlagen. In den Magen rein, aber so lustig, dass es weh tut. Alter, für komische Musik. Ah, ist doch viel schöner von Deponia wieder mal was. Weil ich denn dann so ein entscheidender Spielzug fällt mir selbst nicht auf. Ein roter König. Okay, wenn ich jetzt irgendwo eine rote 3-2-1 hätte. Habe ich die nicht sogar irgendwo? Eine rote 3-2, eine rote irgendwas? Da ist sie. Da. Wir müssen nur das alles wegkriegen. Okay, let's do it. Zu spät. Hä? Was habe ich gerade gemacht? Ich verstehe es nicht. Vielleicht noch ein Tipp. Ja. Rote 2. Kann da hin. Die schwarze 3, die bleibt mal da. Nein, nicht rückgängig. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Auch wenn es mir rein theoretisch nichts gebracht hat, was ich gemacht habe, aber trotzdem wollte ich es nicht rückgängig machen. Echt? Oh, das tut mir jetzt weh, aber hey, wir kriegen hier was Neues. Vielen Dank. Warum lasse ich das nicht so? Wie machen wir jetzt weiter? Ich will jetzt ungern schon wieder einen Tipp bemühen. Aber ich denke, weil ich so ein Loop bin, führt wie immer kein Weg dran vorbei. Und dann sehe ich wieder die einfachste Möglichkeit, die direkt vor meinen Augen lag, die ich wieder nicht gesehen habe. Programm in 5 Sekunden. Das ist wirklich sehr. Ja, ich denke mal, das war's, da uns noch sehr viele und sehr effektive Tipps angezeigt werden. Ich könnte jetzt nochmal eine Runde aufnehmen, aber warte mal, wie lang wär's denn dann? Also, es war schon eine Viertelstunde. Scheiße, für das Special dann lang. Ja. Nee, weißt du was? Kommt, ist mir jetzt egal. Mir auch egal, wie lang.
Nein, halt, ich wollte eigentlich das machen. Mit einer Farbe kann ich's nämlich. Da bin ich nicht so unfähig. Und danach werde ich auch das Special dann beenden. Ich würde es da drauf haben. Da bin ich nicht so unfähig wie bei 3. Bei 2. Bei 3 wäre ich total befordert. Beziehungsweise bei 4. Ich glaube, 3 gibt's gar nicht. Oh, ich bin schon jetzt überfordert. Nein. Wenn ich jetzt schon überfordert wäre, ich glaube, dann wäre ich wirklich geistig bemindert. Ah, okay. Ich mache mir nur die Tipps an, dass ich weiß, dass ich auch wirklich neue Karten ziehen muss und das nicht irgendwie unnötig mache, weil das wird mich dann auch selbst irgendwann aufregen. Man versteht, was ich euch damit sagen will. Jetzt kommt, es darf nicht zu lange dauern. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich muss das heute auch noch alles rennen und möglichst noch vor 5 hochladen. Alter, auf zu reden, bitte. Jetzt denkt euch bestimmt alle, warum denn vor 5? Nun ja, um 5 Uhr wird nämlich auf dem lieben Kanal zu DLP ein neues Projekt anfangen. Das ich natürlich noch nicht verraten werde. Wenn es jetzt schon nach 5 ist, weil ich zum Rennen und so weiter das geschafft habe, dann wisst ihr es schon. Aber ja, nur dass ihr es jetzt hier schon mal wisst. Und nicht zu unwissen bleibt, wie ihr vorher schon wart. Bam, bam, badam, bam, bam. Hm? Geht doch eigentlich einigermaßen. Also so halbwegs. Es erscheint mir zumindest so. Was mache ich? Das muss so hin. Warum denn? Ach, war das schon der Fisch hier? Blöd, Patrick, blöd. Yay, erstes Pärchen. Hui. Oder heißt es Pärchen? Ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Seht ihr, ich bin so unwissend. Ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mich ruhig verbessern. Hm. War's das? Ah, seht an. Seht an. Seht es euch an. Seht euch alle meine Let's Plays an. Ah, wieder dieses Zwicken im Hals. Gott, das muss ich dann immer mit Flüstern irgendwie weg. Weil ich will einen Tipp, weil ich unfähig bin. Ach so, okay. Hä? Nur. Hier eine 8, da eine 8, da eine 8, da eine 8, da eine 8. Ja, danke für die vielen Achten, ne? Die bringst mir jetzt gerade schon sehr. Also nicht so, dass die gerade einfach nur stören würden. Nein, nein, die sind sehr nützlich, sehr hilfreich. Aber ich glaube, es war's jetzt schon wieder. Ja. Gib mir am besten noch mehr Achten. So, definitiv gerade das Beste. Oh Gott, die Runde wird schon wieder so lang. Egal, ihr müsst es euch ja nicht angucken, wenn es euch zu langweilig erscheint. Und ich freue mich jetzt schon aufs Rennen. Naja, bin ich selber schuld. Was ist nicht schuld? Nein. Das war es noch lange nicht. Noch lange nicht. So. Das mal so. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 haben wir hier. Kaku, J, 10. Ach, die 9 fehlt. Erwartet. Halt, wartet kurz, bitte. Wie kriegen wir jetzt die 9 frei? Bin, das müsste doch gehen, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Hallo und herzlich willkommen zum zweiten. Lass das bitte. Wie kriege ich da jetzt eine 9 rein? Ja toll, ich brauche jetzt nochmal eine 9, aber hier ist gerade keine. Die ist nach Hause gegangen. Die macht sinnvolleres als hier. Ich bin gerade zuvor noch mal selbst zu denken. Es geht bis zu 10.
Jetzt? Tom, was bringt mir das? Ich zweifle jetzt einfach mal nicht an den Entscheidungen. Ich zweifle jetzt einfach mal nicht an den Entscheidungen von Windows. Und hoffe einfach mal, dass es auch dann die richtige Entscheidung ist. Was laberst du? Ja. Freude in mir. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhig bin. Bin im konzentriert sein. Kann man das so sagen, im konzentriert sein? Aber ich glaube, ich... Nein! Ja, ich glaube, jetzt soll ich das nächste Mal beenden, weil das hier gerade ein bisschen in Überlänge ausartet. Also in richtiger Überlänge. Ich meine schon, klar, ein Special soll länger sein, aber... Nun ja. Ich denke, man versteht gerade, was ich meine mit der Überlänge. Kriege ich die 10 nicht weg? Komm, ich will die 10 wegkriegen. Da ist ein Ast drunter. Ja, endlich! Meine Gebete wurden erhört von Gott direkt. Denn Gott spielt auch Solitär und er ist nicht zu besiegen. Weil Gott alles kann. Wenn man an Gott glaubt. Zwinge ich jetzt nicht den Glauben auf, aber macht es, wie ihr meint. Jetzt kommt lang daraus nicht mehr. Ich glaube, demnächst schaffe ich das schon. Auch so ein unfähiger Mensch wie ich schafft es irgendwann mal. Yay, Alter, das hast du da drauflegen. Das ist immer so schwer. Ich mach gleich ein neues Ding auf. Wartet mal. Yay. So, geht es so? Mhm. Wir brauchen ein paar Fünfen, ne? Hui! Geht doch! Oh, ein König. Da ist ein König. Ha! So schlecht bin ich doch gar nicht. Und dann hat es auch gar nicht mal... Doch, es hat wirklich extreme Überlänge. Aber... Das macht nichts. Demnächst müsste ich... Oh, sorry. Denn demnächst müsste ich es eigentlich schaffen. Weil wenn ich jetzt noch irgendwie einen riesen Gigantofilter reinmachen würde, dann wäre ich wirklich... Also dann... Dann wäre Minderbemitteltheit dafür wirklich kein Ausdruck. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch schaffen. Dann ist das überlange Special auch endlich vorbei. Das extrem spannende natürlich auch. Am meisten Spaß haben wir ja immer noch das komische Kuchenbackspiel gemacht, das ich nicht gecheckt habe. Warum auch immer. Es war mir einfach zu hoch. Meine minder bemittelten kleinen Kleinhorn. Wir haben es gleich hier noch. Das drauf, hier das drauf, das weg, da das und wir sind fertig. Wir haben nicht lange gebraucht. Nein, nein. Oh, ein Feuerwerk für unseren Sieg. Ach, das finde ich ja süß. Ja, wie lange habe ich gespielt? 130, da steht gar keine Zeit. Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch ganz gut. Dann zeige ich an dieser Stelle einfach mal. Ciao, bedanke mich, dass ihr meine Special gesehen habt und wünsche euch nachher viel Spaß beim neuen Projekt, das um 5 rauskommt. Oh, das war um 5. Ja, das war um 5. Sage ich an dieser Stelle einfach mal ciao.
Und noch eine schöne Woche und sagt dann endgültig Tschüss.